Ich glaube, es hat Zeit für eine kleine Stunde Hoyo-Haten. Okay, just in case, weil das gerade nicht bei allen da ist. Aber es geht um die Frage, was ist diese mysteriöse Ankündigung, die Honkai Star Rail gemacht hat? Da, see you am 5.6. Das hier. Und man nicht wusste, wofür steht das. Mittlerweile wissen wir, wofür das steht. Wir hatten den 5.6. bereits, erst 2 Tage her. Und seid so unfassbar dumm. Es ist so maximal dumm. Also, es geht hierum. Einige haben gehofft, hey, was könnte das sein? Ist es vielleicht, dass der PlayStation-Release jetzt endlich kommt? Wie cool wäre das denn, PlayStation-Release? Einfach plötzlich boom am 5.6. oder sonst was. Was passiert am 5.6.? Dann kam der 5.6. und der Preload von Honkai Star Rail wurde angekündigt. Dann dachte man zuerst so, okay, war das jetzt so eine Ankündigung für den Preload der 1.1-Version? Was ja auch passt so. Man sieht sich am 5.6. Doch mittlerweile wissen wir, nein. Bei dieser Ankündigung, wo wir unsere wunderschöne Silberwolf, die Hackerin, am 5.6. sehen, war für eine Twitter-Kampagne. Für die dümmste Twitter-Kampagne, die ich in meinem Leben gehört habe. Honkai Star Rail. Also dieser Account, ihr seht, der wurde extra ein bisschen angepasst, passend zu diesem Release. Wir haben ein neues spezielles Logo, natürlich Silberwolf für oben mit drin. Und oha, eine normale Beschreibung ist schon fast dreckig. Aber ihr seht, die Tweets sind alle auch sehr einzigartig formuliert, weil quasi Silberwolf diesen Twitter-Account übernommen hat. Ist ja erstmal alles noch okay. Also Silberwolf hat diesen Account übernommen, deswegen schreibt sie alles quasi so, als würde sie irgendwie in der Konsole schreiben oder ähnliches. Als wäre sie halt sehr hackermäßig unterwegs auf Twitter und schreibt deswegen die Sachen aus der Sicht von Silberwolf. Eigentlich grundsätzlich schon mal eine ganz coole und nette Sache eigentlich, so mäßig, ey, Silberwolf sitzt jetzt hier auf dem Twitter-Account. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir haben Twitch-Drops. Das Ganze fing an, wo ist der allererste Tweet, den Silberwolf gemacht hat. Hiermit fing es an, meine lieben Freunde. Das Schrecklichste, was ich je, oder nicht das Schrecklichste, aber einfach das Dreisteste, was sie sich hätten ausdenken können. Die kündigen also dick und ganz mysteriös am Ende von ihrem Livestream an, wir sehen uns am 5.6. Und am 5.6. kommt dann das hier. Eine Nachricht von Silberwolf auf Twitter, dass man ja an einer Kampagne teilnehmen könnte. Dann klickt man auf den Link und sieht so, hey, du wirst gehackt. Eigentlich auch wieder ganz nett gemacht. Und dann kann man hier dran teilnehmen. Sagt Join, Exit Plan, je nachdem, wie man es machen möchte. Kann man hier dran teilnehmen, man kann das Ganze confirmen. Und sieht dann als Belohnung, wenn man daran teilnimmt an dem Event, kriegt man bis zu 30 Stellariade. Alles, was wir dafür erreichen müssen, ist, dass 50.000 Leute sich von Honkai Star Rail, von Silberwolf hacken lassen. Also was die im Prinzip hiermit gemacht haben, ist anzukündigen, ganz groß und mysteriös, am Ende von einem 1.1 Livestream-Trailer wirklich komplett mysteriös anzukündigen, dass die Leute suchen, auf dessen Nacken sie über Twitter Werbung machen können und als Belohnung geben sie für diese Werbung über 50.000 verschiedene Twitter-Accounts. Sie wollen 50.000 plus Twitter-Accounts, mit denen sie gratis Werbung machen können, für wir geben an alle Spieler 30 Stellariade raus. Wir geben an alle Spieler 30 Stellariade raus auf den Nacken von 50.000 Leuten, bei denen wir gratis Werbung machen dürfen, indem wir uns, wenn man hier dran teilnimmt, jetzt kommt es ja, wenn man hier dran teilnimmt und das vielleicht nicht durchliest, was man machen sollte, wenn man das macht, wird der Account insofern gehackt, dass, wie bei ihm hier, man dieses Logo auf Twitter kriegt. Das heißt, jeder, der daran teilnimmt, kriegt ein neues Twitter-Logo. Jeder, der daran teilnimmt, kriegt einen neuen Twitter-Banner. Und jeder, der daran teilnimmt, kriegt hier auch eine neue Beschreibung reingesetzt. Der hat jetzt hier seine Beschreibung wieder geändert. Aber jeder, der daran teilnimmt, hatte hier auch in der Twitter-Beschreibung, du wurdest von Silberwolf gehackt. Wie die jetzt Honkai Star Rail oder so ein Dreck. Bedeutet einfach, die haben 50.000 Twitter-Accounts, ich gesagt, wir machen euren Account zu einem Honkai Star Rail Werbe-Account und das kündigen die extra einen Monat vorher an oder 2 Wochen vorher. Ich raste aus. Wer hat sich das bitte ausgedacht? Bitte lasst uns euren Twitter-Account benutzen als Werbeplattform. Ihr kriegt auch 30 Stellariade. Geil. Dankeschön, Leute. Dankeschön, dass wir eure Twitter-Accounts dafür ausnutzen dürfen. Also, es ist wirklich... Das war, wie gesagt, deren erster Tweet als Star Rail. Dieses Event. Das ist das, was sie ankündigen wollten. Es ist wirklich von vorne bis hinten dreist. Von vorne bis hinten dreist. Und wenn man daran teilnimmt, wenn ihr das nicht durchliest, als man Subscriber ist, hier mit Twitter Blue, verliert man den blauen Checkmark, weil man ja dann auch der Name wurde geändert. Das kommt auch noch dazu, stimmt. Nicht nur das Logo, plus dieser Hintergrund, plus die Beschreibung. Nein, der Name wurde auch noch geändert von euch Usern.
Alles wurde einfach geändert. Es ist wirklich... Also, Hoyoverse, bitte macht das nicht nochmal. Uns wirklich Hoffnung zu geben darauf, dass ein geniales Event kommt, weil ihr am Ende eines Livestream-Trailers ein Datum ankündigt, ohne Information, wo einfach nur steht, see you am 5.6. Man erwartet irgendwas richtig Cooles. Viele haben wirklich den PlayStation-Release erwartet und dann ist es nur eine Ankündigung für eine Twitter-Kampagne, wo ihr Leute sucht, auf dessen Nacken ihr Werbung machen könnt. Also das ist die dreisteste Aktion, die ich seit immer von Hoyoverse gesehen habe. Sorry, das musste einmal raus. Rest, da geht's wirklich nicht. Finde ich gut, habe zwar nicht teilgenommen, aber 30 Jahre bekommen. Das ist richtig, wir bekommen trotzdem alle 30 Jahre. Also wir bekommen auch 30 Jahre, weil irgendwelche Leute ihren Twitter-Account quasi als Werbeplattform für Hoyoverse angeboten haben. Ein fünfter Pull, was meckerst du? Okay, sorry. Sorry, ihr habt doch alles richtig gemacht, tut mir leid.